Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Abermals spreche ich hier live vor der Cam. Naja, live ist nicht ganz, aber zumindest mit Gesicht hier vor der Cam. Ja, warum? Der August geht zu Ende. Jetzt habe ich gegen das Mikro gehauen. Der September steht vor der Tür und der August war ein aufregender Monat für mich. Ihr habt es sicherlich verfolgt und mitbekommen, dass mein Leben da ganz schön durcheinander geraten ist, da meine Mutter am 6. August gestorben ist. Und ja, es ist jetzt bald ein Monat her. Auf der einen Seite irgendwie denke ich so, boah, krass, schon ein Monat. Und auf der anderen Seite denke ich so, es ist ja irgendwie auch schon ewig her. Naja, aber das hat dazu geführt, dass B-Seiten-Gaming halt ein bisschen in Unordnung geraten ist, dass ich persönlich mich auch wieder neu finden musste, muss ich sagen. Das tut einen immer emotional halt einfach völlig aus der Bahn werfen. Und wenn man sowas hier macht wie YouTube, das ist natürlich eine kreative Arbeit. Und wenn man das nicht fühlt, dann kann man das auch nicht machen. So einfach ist das irgendwie. Und ich habe mir ganz schön schwer getan die letzten Tage. Ich weiß auch, dass ihr da stets Verständnis für habt und so, aber ich möchte es einfach mal loswerden, damit ihr einfach wisst, wo ich irgendwie stehe und warum das auch auf dem Kanal gerade so ist, wie es jetzt nun mal ist. Ich habe mir wirklich schwer getan, da wieder reinzufinden. Jetzt auch nicht so, dass ich hier die ganze Zeit zu Hause sitze und voll Depri bin und nur am Heulen bin oder irgendwie so auch nicht, ne? Aber man macht irgendwie Steam auf und scrollt so die Liste durch und ich hatte einfach auf nichts Lust. Also und hab dann mal eine Aufnahme gestartet und dann sind wir wieder ausgemacht und irgendwie, dann ging es auch technisch mal nicht und da hat dies nicht geklappt und ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich jetzt sage, dass es mich mehr mitnimmt, als ich dachte, das jetzt nicht. Also, dass es einen hart mitnimmt, ist wohl irgendwie klar und das ist für niemanden, auch nicht für mich, eine Überraschung. Aber wie sehr das meine Arbeit auf YouTube beeinflusst, habe ich ein bisschen unterschätzt auch nicht. Vielleicht falsch eingeschätzt oder irgendwie dachte ich auch einfach, dass es einfacher ist, irgendwie zurückzukommen. Ich bin auf dem Weg dahin und von daher ist alles gut soweit, ja. Da muss ich jetzt keine Sorgen um mich machen oder so. Und es ist einfach eine kreative Krise, nenne ich es mal, oder emotional kreative Krise. Oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich glaube, besonders Leute, die selber irgendwie kreativ arbeiten oder vielleicht sogar hier bei YouTube auch Kollegen von mir sind, die können sich das irgendwie vorstellen. Ja, wenn man sowas nicht fühlt, dann kann man das irgendwie, hat man auch nichts zu erzählen. Dann ist man irgendwie leer. Und da muss ich mich eigentlich irgendwie erst wieder finden und da bin ich dabei und da bin ich auch gut dabei tatsächlich und das ist der Grund, warum gerade WoW so massiv jetzt irgendwie auf dem Kanal ist und auch noch ein Weilchen da bleiben wird. Eigentlich wollte ich heute, ich habe es mir gestern gekauft, weil Slytherin sich nicht gemeldet hatte, ich weiß nicht, ob die im Urlaub sind oder so, wegen eines Keys, aber egal, also das DLC kostet irgendwie nur einen Zehner oder so halt, ja. Das Resurrection heißt es, glaube ich, sieht richtig geil aus. Man spielt da im CIC von der Galactica. Also auch das richtig cool. Und eigentlich hätte ich irgendwie richtig Bock. Ich schaff's aber nicht, dieses Spiel anzumachen. Ich schaff's nicht irgendwie. Also generell so Strategiespiele gerade so. Also irgendwie geht gerade nicht an mich. Und ich brauche eher so ein bisschen was, wo man so ein bisschen Brain AFK gehen kann irgendwie. Und WoW ist dann eine ganz geile Nummer gerade. Es ist auf der einen Seite ist es super schön mit der ganzen Musik und so. Kopfhörer runtergefallen. So.
mit der Musik auch so wieder da zu sein, ja, in der World of Warcraft. Und das ist das Schöne an Classic. Man erlebt diese World of Warcraft, also diese Welt von Warcraft, dieses Warcraft-Universum, erlebt man wirklich und rennt nicht nur durch tote Landschaften und hängt in der Stadt rum, sondern ja, man entdeckt das irgendwie, untermalt ist das mit einer fantastischen Musik und die Leute sind alle total happy in dem Game. Ich selber habe auch einen unglaublichen Spaß bei dem Spiel und lange Rede, kurzer Sinn, das führt dazu, dass ich das einfach laufen lassen kann. Ich habe heute irgendwie schon 4 Folgen aufgenommen. Das ist super geil halt, ja, ich habe gestern, glaube ich, auch 3 Folgen aufgenommen oder so. Und eigentlich wollte ich heute, wie gesagt, mit Battlestar online gehen, aber ich habe es einfach nicht geschafft, es anzumachen. Ich weiß, ihr habt dafür Verständnis halt, ja, also absolut. Aber ich will es einfach mal loswerden. Von daher ist das der Punkt, warum es jetzt WoW nächste Woche einfach quasi als einzigen Inhalt auf B-Seiten-Gaming geben wird. Aber ich habe natürlich auch Bock, wieder Wargaming auf den Kanal zu bringen. Ich habe Bock, harte Strategie zu bringen. Und das wird es auch wieder geben. Habt da bitte Geduld. Und das wird kommen. Also B-Seiten Gaming wird jetzt nicht ein anderer Kanal, nur weil der jetzt ein bisschen WoW ist oder so. Ne? Also das möchte ich einfach mal sagen, weil ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass vielleicht deswegen auch einige gehen. Und das möchte ich einfach vermeiden. Natürlich kann ich niemanden an den Kanal binden oder so, aber das nur mal zur Information und auch an meine Patreons und an meinen, wie heißt es, mein Kanalmitglied, also den Supporter bei YouTube. Das wird dann auch im September hoffentlich dann richtig losgehen mit Content, also Exklusiv-Content für meine Unterstützer. Ich dachte da jetzt an so ein Video, dass ich mit meinem Handy mal durch die Bude laufe bei mir oder irgendwie so, meinen Arbeitsplatz mal Filme. Also Gaming-mäßig wird sich da nichts ändern für euch. Das hatte ich ja schon mal angesagt. Aber auch da habt da nochmal ein Momentchen Geduld. Der September geht jetzt los und allerdings muss ich jetzt nächste Woche, denn ich habe endlich die Sterbeurkunde von meiner Mutter halt irgendwie einen Monat nach ihrem Tod. Das ist fantastisch. Ohne die Sterbeurkunde kann man ja nichts machen. Warum habe ich die noch nicht? Beamtin vom jetzt habe ich Katasteramt im Kopf, Standesamt vom Standesamt, die war im Urlaub. Okay, dann warte ich doch da einen Monat, ja? Ist doch gar kein Problem. Also ich wohne ja auch um die Ecke so halt, ja, die 600 Kilometer, die fahre ich halt dann, wenn die vom Standesamt mal diese Urkunde, das ist doch super, Alter, ganz toll. Weiß ich nicht, warum das nicht jemand anders macht, ist mir eigentlich auch egal, ob da jemand im Urlaub ist, dann setzt da jemanden anders hin, mein Gott. Wenn alle so arbeiten würden wie Leute auf dem Amt. Aber gut. Genau. Und da muss ich dann nächste Woche, habe ich dann einen Termin beim Anwalt und so. Das heißt, ich muss nächste Woche bin ich nicht in Berlin. Aber ich habe es gerade gesagt, ich bin fleißig am Aufnehmen von Warcraft. Ich hoffe, der eine oder andere, für den es vielleicht irgendwie erstmal so nichts ist, schaut da trotzdem mal rein, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Mir macht es auf jeden Fall mega Spaß und so das Verhältnis von Klicks zu Likes ist irgendwie auch fantastisch und ja, dann bin ich eigentlich auch schon happy und das gibt mir jetzt die Möglichkeit, die nächste Woche zu füllen halt eben mit Warcraft, obwohl ich nicht da bin. Da werde ich jetzt fleißig am Wochenende hochladen und so und dann kann ich entspannt nach Darmstadt fahren und ihr habt trotzdem ein bisschen Content. Und wenn ich dann wiederkomme, dann werden wir anfangen, neue Sachen aufzunehmen. Also Battlestar wird es auf jeden Fall geben, würde ich sagen. Das sieht richtig geil aus. Und ich würde sagen, wir gehen mal, wo muss ich, ich glaube, hier drauf drücken. Ja, genau, oh, jetzt bin ich gar nicht mehr so im Bild. Warte mal, so. Ich gehe mal ein bisschen hier rüber. So. warte mal, das ist nicht so schön. Wir können das ja mal ein bisschen darüber ziehen. So. Okay, genau, ich bin bei der GameStar jetzt hier auf der Seite, weil ich mal die Releases hier angucken wollte. Wie war denn eure Gamescom? Also, ich weiß nicht. Irgendwie, vielleicht habe ich auch viel verpasst oder so. Ich habe keine Ahnung, ich war ja nicht da. Aber irgendwie Release-mäßig oder Ankündigungen oder so. War so ein bisschen überschaubar, oder? Also hier sind wir beim August. WoW Classic war eigentlich der größte Knaller. Blair Witch, weiß ich nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Alles in allem. Oder Iron Fury ist so ein Shooter, glaube ich, der so aussieht wie Duke Nukem damals. Ja, überschaubar, finde ich tatsächlich. Taste of Power. Sollen wir da mal raufklicken. Ist halt Echtzeitstrategie, ne? Echtzeitstrategie ist irgendwie...
Nicht so meine Welt. Ich finde, dieses Wort ist auch ein Paradoxum. Echtzeitstrategie. Okay, wenn ihr meint, dass diese Wortkombination Sinn macht. Okay, das aber nur mal am Rande. Da sind wir jetzt bei September, genau. Eigentlich hatte ich gehofft, dass MechWarrior 5 im September kommt oder im Oktober oder so. Das haben sie verschoben, leider auf 10. Dezember, glaube ich. Das wird auf jeden Fall auch kommen. Da freue ich mich riesig drauf als alter Battletech-Fan. Okay, wir gehen es mal durch. Conan Chop Chop brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Spyro Warsaw, das ist bestimmt was für den lieben Tastenhauer. Schönen Gruß an dieser Stelle. Oder an den Let's Play History. Ich denke mal, das werdet ihr beide auf eurem Kanal bringen. Was haben wir hier noch? NBA. Das ist, glaube ich, ein geiles Spiel. Ich habe aber keine Ahnung von Basketball. Ein Kumpel von mir, der beziehungsweise ein Arbeitskollege, der zockt das wie bekloppt und der schwärmt mir da immer vor. Rally, Football, Pest 2020, okay, Gears 5. Weiß ich nicht, was Microsoft mit dieser, also wir haben als Exklusivtitel auf der Xbox Gears und Halo und hier dieses komische Billo-Auto-Rennspiel hier, Forza. Alter, ey. Forza war schon cool, als es neu war. Mittlerweile hat es sich irgendwie auch ein bisschen tot gespielt, irgendwie immer als Letzter zu starten und nach vorne zu fahren, irgendwie, oder? Naja. Tatsächlich halte ich Greedfall, lieben Gruß an den Draconius. Der hat mich darauf auch nochmal hingewiesen. Wir machen das mal an. Muss ich jetzt hier ausmachen, Ton besser ist vielleicht. Passiert da jetzt auch noch was? Naja, sonst könnten. Doch, hier. Das sieht richtig geil aus. Ein Rollenspiel. Singleplayer-Rollenspiel? Oder ist das ein MMO? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Das sieht aber ziemlich nice aus, muss ich sagen. Mal gucken, vielleicht schauen wir da mal rein. Ja, also Rollenspiel ist natürlich auch, gehört zur DNA von B-Seiten Gaming und gerade ist dieser Slot halt mit WoW gefüllt. Mal gucken, wie sich das Let's Play entwickelt, wo ich ja auch gerne mal streamen würde einfach. Also zumindest wenn wir in Instanz laufen oder so, würde ich gerne mal streamen. Es ist kacke, dass es mit der Gilde nicht geklappt hat, aber die waren nicht davon zu überzeugen, auf einen anderen Server zu gehen und ja, GZ, sage ich da nur. Ich habe mir den Namen ausgedacht von der Gilde und jetzt spielen die da ohne mich, ey, super. Aber ja, es bringt halt als Content Creator nichts. Lieben Gruß an die Schatten von Lodoron an dieser Stelle. Echt sehr, sehr schade. Ja, das sieht auf jeden Fall cool aus. Da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Vielleicht ist es was für den Kanal. Greedfall. Borderlands 3. Eigentlich auch geil. Hab die ersten beiden Teile gespielt, weiß ich nicht. Vielleicht hat sich's auch tot gespielt. Destiny juckt mich gar nicht. AI, was ist das? Adventure. Ah, nee, wenn ich so Anime-Kram sehe, da bin ich dann schon raus. FIFA 20 ist auch so, wo man sich jedes Jahr denkt, so, nee, kaufe ich mir dieses Jahr nicht. Zack, wieder gekauft. Adventure. Jo. Weiß nicht, was Slytherin irgendwie noch so released oder so. Aber ich glaube, irgendwie, da ist auch nicht irgendwie so viel. Sollen wir einfach mal gucken. Slytherin. Gucken wir mal. Ist das das Forum? Ja, das ist vielleicht nicht so schlau. So, Fantasy General, weiß gar nicht, wann das kommt. Krass, auch schon wieder 2 Jahre alt, ne? Aber das hat eine geile Entwicklung genommen, muss ich sagen. Richtig, richtig cool. Wie lange ist das Video schon? Naja, aber muss man nicht zu lang werden lassen. Weiß nicht, Fantasy General sieht ganz nett aus, weiß ich noch nicht. Ich hoffe mal, dass hier, da, wie heißt es? Top-Down-Strategie. Komm jetzt nicht drauf. Nicht Combat Mission, sondern Close Combat. Ich verwechsel diese beiden Namen immer. Ja, das war ja nicht so toll hier. Ist das der Store jetzt? Oder? Warte mal. Coming soon, hier. Fantasy General. Es sieht ganz nice aus, tatsächlich. Hier. Das wird es auf jeden Fall geben auf dem Kanal. Warplan. Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich.
Das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Also sieht auf jeden Fall nerdig genug aus, da mal reinzuschauen, ne? Auch schön hier mit so Countern und so. Schauen wir mal. Ups. Wie kann ich denn jetzt hier... Oh, nee. Oh. Okay. Hallo? Ah, so geht es so einigermaßen. Okay. Sieht doch ganz nice aus, oder? Also das beobachte ich mal, sag ich mal. Ich werde da auch, ich hoffe mal, den Paolo erreicht bald mal, dann mit dem auch nochmal quatschen. Der hat ja alles immer am Start. Strategic Command, hoffe ich, dass es dann losgeht. Lieben Gruß an den Alex an dieser Stelle. Vietnam ist ja auch völlig unterbesetzt, ne? Das ist allerdings grafisch dann mir eine Nummer zu krass, muss ich sagen. Na, das ist... Obwohl, eigentlich geht's. Naja, es ist schon hart, ey. Weiß ich nicht. Aber da gibt's dann vielleicht Kartenmods oder so, ne? Neverdark wird's natürlich auch geben, ja. Okay, dann mache ich mal wieder. so schaut's aus. Ich werde auf B-Seiten Gaming angesichts dieser doch recht dünnen Release-Situation. Es kommen natürlich noch so Sachen aus wie Call of Duty. Das ist zwar sehr casual, aber ich habe damals das Modern Warfare 3 sehr gerne gespielt. Und obwohl es so ein schlauchiges, ich sage immer mal Call of Duty und Battlefield, also die Kampagnen, das ist so ein bisschen wie Moorhuhn schießen, ne? So vom Spielerlebnis her. Modern Warfare hatte es damals aber echt gut hinbekommen, obwohl das so leicht arcadig, was heißt leicht arcadig, so ein bisschen arcadig ist und die Level auch so schlauchig sind und so und es halt so ist, wie es ist, hat das Modern Warfare 3 unheimlich gut hinbekommen, dass man sich trotzdem wie so ein Teil einer Spezialeinheit gefühlt hat, weil auch so die NPCs, die Gruppenmitglieder so geil gemoved sind immer und so. Also da schaue ich mal rein. Ich habe vor allen Dingen eine fette Grafikkarte. Das Ding unterstützt Raytracing. Also das ist, glaube ich, optisch ein Augenschmaus, ne? Von daher wird es zumindest mal als so ein angespielt geben oder so. Dann kommt ja auch hier Ubisoft-Kiste Ghost Recon, was früher ein echt geiler Taktik-Shooter war. Ghost Recon 1 und 2, hammerhart und mittlerweile halt auch so ein Casual Kinderspiel irgendwie. Dennoch muss ich irgendwie mal reinschauen, also mal abwarten halt, ja, wie der neue Teil wird. Ich hoffe mal, dass die wieder ein bisschen mehr Richtung Taktik-Shooter das Ding ummodeln, aber Ubisoft, Ubisoft halt, also, ja. Aber Shooter ist ein gutes Stichwort. Ich würde gerne, ich hoffe mal im September schon, auf B-Seiten Gaming ein bisschen ins Shooter-Business einsteigen. Und natürlich denke ich da an Taktik-Shooter wie Squad eigentlich als allerersten und Postscriptum oder Hell Let Loose. Da muss man mal gucken, welches Spiel auch einfach in einem vernünftigen Zustand ist. Ich fand Hell Let Loose zuletzt, es war zwar lustig, aber dann hat man sich auch dran satt gesehen, weil einfach noch nicht so viel drin ist. Da ist viel passiert seitdem. Könnte man mal gucken, also als Stream oder als LP vielleicht sogar auch mal gucken oder als ja, regelmäßige Serie, wo man einfach mal irgendwie... Aber da wäre es natürlich geil, wenn man zumindest mal so eine Handvoll Leute aus der Community hätte. Aber ich denke mal, das kriegen wir doch zusammen. Das hat ja bei Hell Let Loose eigentlich auch ganz gut geklappt. Aber das will ich mal so in Angriff nehmen, ja. Dass man da... Squad wäre mir eigentlich am liebsten, muss ich sagen. Das hat schon eine ziemlich, ziemlich geile Entwicklung, auch mit den Panzern jetzt und mit dem ganzen Schadenssystem von Fahrzeugen und so. Das ist schon ein ganz schöner Knaller. Da kommen ja auch noch Helikopter dazu und so. Also, Taktik-Shooter hätte ich gerne. Und angesichts dieser desolaten Release-Situation als Science-Fiction-Game wird auf jeden Fall Battlestar kommen. Rechnet damit einfach mal in spätestens 2 Wochen. Vielleicht sogar früher. Und es werden alte Bekannte werden zurückkommen. Zur Wahl stehen, also jetzt nicht für euch, sondern bei mir stehen War in the East. Ich weiß schon auch, welche Kandidaten jetzt wieder aufschreiben, so yay. Ja, War in the East ist aber einfach so ein, ich habe irgendwie Bock drauf und dann denke ich immer so, aber wie soll ich es denn machen? Ich hab irgendwie kein Konzept, wie ich das produzieren kann, so dass ich da auch Bock drauf habe, ja. Das ist ärgerlich, echt.
Na, mal gucken. Also wenn es so ein Ingame-Zeichentool gäbe, wie bei Hearts of Iron 3. Aber vielleicht macht man einfach Hearts of Iron 3. Allerdings im Vanilla, denn das mit den Modden, das hat ja alles hin und vorne nicht geklappt. Oder? Ich versuch's nochmal. Aber ja, da ist schon hart, ne? Also technisch das Ding zum Laufen. Ich wollte es ja eigentlich machen, aber das ist alles immer irgendwie dann abgestürzt ständig und naja. Und der andere, meine Nase juckt, und der andere Kandidat, was eigentlich mein Favorit ist, ist Gravity. Der Gründungsmythos von B-Seiten Gaming, auch wenn das erste Let's Play Warhammer 2 war, ist eigentlich der Gründungsmythos doch Gravity von B-Seiten Gaming. Und ich habe eine neue CPU. Ich habe jetzt einen Ryzen 3700X. Ja, das ist alles dieser Neubeginn-Prozess bei mir, dass ich da echt ganz schön viel Geld ausgegeben habe jetzt irgendwie für Gaming und Recording Equipment, aber irgendwie ist es auch irgendwie ganz cool gerade so. Genau, und und das ermöglicht mir, weil ich hatte nämlich bei dem letzten Gravity-Stream, der eine oder andere erinnert sich vielleicht, eine Framerate von 15 oder 20 so Frames. Es war katastrophal und ich musste halt die Einheitengröße quasi runterschrauben. Das muss ich jetzt nicht mehr. Also wir können da mit voller Einheitenzahl und alles voll reingedreht und das kann man halt geil inszenieren im Gegensatz zu War in the East, ne? Von daher rechnet mal mit Gravity. Gerne schreibt mir in die Kommentare, welches Szenario ihr euch wünscht. Ich habe ja irgendwie Bock auf Russland-Feldzug. Natürlich da nur die Deutschen. Die Russen werde ich niemals nicht spielen. Gefallen mir einfach nicht. Oder wir spielen das gleiche Szenario wie mein Gründungs-Let's Play, nämlich Operation Frühlingswind, aber dann auf der amerikanischen Seite und verteidigen gegen Tiger. Auch geil. Mal gucken. Genau. Das ist so der Plan. Was sagt ihr? Also, ich wünsche euch viel Spaß dann nächste Woche mit Warcraft. Alle, die keinen Bock auf Warcraft haben, das kann ich auch verstehen, dass man es nicht mag, ganz ehrlich. Ist nicht was für jedermann, es sind good old times einfach, die da zurück sind. Und das ist in der Gaming-Geschichte ist es erstmalig, einmalig. Und sowas kann auch, die sind ja gerade ständig irgendwelche alten Spiele, die da gerade irgendwie neu rausgebracht werden. Halt ja auch Warcraft 3 und so. Joa, hat halt bessere Grafik oder so. Da hat man gerade die historisch einmalige Gelegenheit, bei einem 15 Jahre alten MMO bei Tag 1 dabei zu sein. Das ist doch irre. Also es ist wirklich krass, weil der erste Tag in einem MMO ist immer was ganz Besonderes oder die erste Woche oder so, weil da hat niemand irgendwas. Alle sind im Startgebiet, keiner hat irgendwie einen Plan, alle suchen irgendwas so und alle grooven sich erstmal ein, die Gilden gründen sich. Also generell bei einem Start von einem MMO, wenn ihr da mal die Gelegenheit habt, macht das ruhig mal, ja, wenn irgendwo ein MMO an den Start geht. Das ist einfach was Besonderes und das aber jetzt bei einem Spiel, was 15 Jahre alt ist, und was auch nicht 15 Jahre von der Bildfläche verschwunden war, sondern was 15 Jahre das erfolgreichste MMO ist, halt was es am Markt gibt. Das jetzt nochmal auf Day One zu resetten und dann schlägt es auch noch so ein. Hammerhart. Also ich habe da wirklich gerade richtig Spaß dran und ich hoffe, die dieses Let's Play gerne gucken auch. Seid ihr gespannt? Ich habe echt auch Bock. Ich schmeiß auch gleich wieder eine Aufnahme an. Ich habe echt richtig Bock. Ich will auch nichts spoilern jetzt. So, ich bin jetzt hier raus. Ciao, ciao.